Jö, was sagt unsere Kasse? 5.320, das ist nicht viel. Wie viele Jungs haben wir denn im Außeneinsatz? Da ist nur einer und der versteckt sich. Da sind drei und verstecken sich. Da ist einer und versteckt sich. Und hier sind vier. Das ist allgemein nicht besonders viel. Schicken wir nochmal einen Kammerdiener auch noch hier hin. Und noch drei Leute, weil man halt hier recht viel Geld verdienen kann. Und die sollten auch mal wieder stehlen. Denn es ist kein feindlicher Agent da. So. Was haben wir noch alles zu tun? Die Generatoren stehen. Lautsprecher hatten wir hier angebracht, aber es fehlen noch ein paar andere. Außerdem fehlen auch noch Kameras. Sonst bringen die Lautsprecher ja nichts. Wie schon richtig erwähnt wurde. Obwohl die Kamera hier die Tür sichert. Und die Tür ist der einzige nicht totes Fallengang, der rausführt. Aber ja, hier sollten wir noch eine hinstellen. Wie teuer sind die Dinger? Zack. 3.000. Nö, komm. Da warte ich noch ein bisschen. Die Wächter werden alle ausgebildet. Oder sollten eigentlich ausbilden, aber ihre Bediensteten sind wohl gerade im Außeneinsatz. Ja, das war nicht so klug. Also die werden wieder zurückgeschickt. Und die ruhig auch mal. Und dann warten wir, bis wir ein paar von den richtigen Wachen haben. Die paar Minuten können wir jetzt auch noch warten. Weil die sollen ja doch mehr Geld bringen als die normalen. So, was haben wir hier? Wir haben lauter verwirrte Bedienstete. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben jetzt 7 Leute. Ne, 6 Leute. Von uns, die nichts tun können, weil sie in die eigenen Fallen getappt sind. Oder irgendjemand anders sie ausgelöst hat und sie waren in der Nähe. Eindringling? Wie, wo, was? Wo denn? Hier oben? Okay. Na komm, geht mal alle wieder rein. Ihr müsst arbeiten. Jetzt werden unsere Leute noch zurückgepustet. Also ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Eventuell können wir die auch erstmal rausnehmen. Touristen dürften so ja nicht mehr reinkommen. Und dafür waren die Windfallen eigentlich gedacht. Und diese verwirrenden Dinger könnten wir irgendwie vor die Giftfallen schalten. Und wir sollten hier echt wieder eine Tür hinbauen. Also ja, momentan klappt es ganz gut, dass ungefähr so viele feindliche Agenten sterben wie unsere Bediensteten in den Fallen. Aber im Idealfall sollte das gar nicht erst passieren. Also bauen wir mal wieder eine Tür hier hin. Und gucken, wie wir es hinbekommen, dass die feindlichen Agenten nur da lang laufen. Ja, prügelt die eigenen Puppen kaputt, ist okay. Also mein Plan ist jetzt, da eine Dreiertür draus zu machen. Das heißt, unsere Leute laufen da gar nicht durch. Wir müssen es aber trotzdem hinbekommen, dass die feindlichen Agenten da durchgehen wollen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich hoffe einfach mal, dass sie hier oft genug auf Gegenden treffen, die für sie nicht interessant sind. Und dann irgendwann denken, ach, hier ist eh nichts, gehen wir mal zurück und gucken, was bei der Tür ist. Weil hier haben sie ja einmal die eine Tür, wo nichts hinter ist. Dann haben sie zwei Zweiertüren, wo einmal nur ein Ausbildungsraum hinter ist, der unverfänglich ist. Und nochmal ein langer Korridor, wo nichts ist. Das Einzige, was halt ein bisschen problematisch ist, ist der Wachraum hier. Den müssen wir mit der Zeit mal umstellen, irgendwo hier hinten hin. So, wir haben schon 2 neue Wachleute. Die können doch gleich mal in den Außendienst. So. 1, 2, 3 sogar. 3 habe ich immer gerne in der Basis, um weiter auszubilden. Aber der Rest kann weg. Wenn sie dann in die Fallen vorbeikommen. Aber ja, das schaut gut aus. So, ihr bildet weiter aus. Das Geld wird nicht wirklich mehr, weil die alle sich noch verstecken. Können wir mal manuell umstellen. Ist zwar nicht viel, was sie verdienen, aber ich denke mal, wenn so wenig Leute in einem Land sind, dauert es auch länger, bis die Sheriffs da kommen. Genau, du verdienst wie viel? So wollte ich das gar nicht. Stopp. Ich wollte gucken, wie viel die bringen. Irgendjemand meinte, wenn ich mit der Maus über die rübergehe, sehe ich, was die auf der Karte bringen. Also wie viel Geld. Hier vielleicht? Nö. Na gut.
weg. Also die Wachen fliegen jetzt dahin, verdienen Geld. Die Küche ist fertig. Haben sogar schon einen Koch. Sehr gut. Und wir haben 8 Plätze, wo sie unsere Leute hinsetzen können zum Essen. Wir haben auch genug Schlafplätze. Der Aufenthaltsraum wird nur bedingt genutzt. Irgendwie sehe ich da immer nur einen drin, der mit sich selber spielt. Und das macht ja nur halb so viel Spaß. Ja. Da brauchen wir noch andere Optionen. Gab es noch irgendwelche Räume? Aber für Räume haben wir kein Geld. Wir müssen es definitiv hinbekommen, dass unsere Leute nicht mehr so häufig sterben. Weil diese Engpässe, wie wir sie jetzt gerade haben, sind einfach nur nervig. Aber wir nicht genug Leute haben, um das Geld zu verdienen. So, die gehen einfach alle raus. Das ist schon mal sehr gut. Also sie sind effektiv, keine Frage, diese Puppen. Nur unsere Leute sind irgendwie zu dämlich oder zu abgespannt. Nö, die sind loyal, die sind aufmerksam. Das heißt, die wurden echt nur von den Fallen erwischt, weil jemand anders reingetreten ist. Also da ist Dreiertür, alle laufen jetzt da lang. Kane kann ruhig auch mal weg da, sonst verblödet er auch mit der Zeit. Du, dein. Genau. So. Ich sehe inzwischen wieder neue Wachen. Sogar eine Menge davon. Und das Geld kommt ganz langsam. 3500. Bei eigentlich nur 3 Verdienern. Sehr schön. Kommen doch noch gleich nochmal 2 davon hin. Ja. Und ich hoffe auch mal, dass die ein wenig mehr aushalten, falls da jetzt ein feindlicher Agent auftaucht. Das wäre sonst nicht so schön. Hier unten ist alles besetzt. Sehr gut. Goldbarren sehen immer noch tierisch mau aus. Und du bist fleißig am Hin- und Herlaufen. Ja, wir brauchen unbedingt in Richtung Eingang auch noch eine Goldkammer. Also dann hier wahrscheinlich. Weil am Eingang wäre es dann zu einfach für Diebe da hinzukommen. Ich glaube, ich nehme die verwirrenden Fallen erstmal raus. Die lenken zu viele von unseren Leuten ab. Na komm, die werden einfach irgendwo... Oh, wir können sie einfach deaktivieren, indem wir... Stopp. Escape. Indem wir so machen. Dann sind die zwar noch da, aber dürften nicht ausgelöst werden können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, schaut gut aus. Also, Dreiertür, da dürft ihr nicht lang. Alle müssen da lang gehen. Vielleicht sollten wir noch weitere unverfängliche Räume hier hinbauen. Die müssen gar nicht mal wirklich gebraucht werden. Einfach nur, damit die Agenten sehen, dass hier nichts wirklich Interessantes ist und sie lieber da lang gehen sollten. Da fällt mir auf den ersten Blick jetzt so eine Kaserne ein, wo wir einfach noch ein paar Spinde reinstellen können und vielleicht 1-2 Betten, aber nichts Großartiges. Und wir haben inzwischen 13.000. Dabei sind die Jungs noch nicht mal alle da. Sehr schön. Das verprassen wir doch gleich mal. Geld ist da, um ausgegeben zu werden. Also wir hätten gerne eine Kaserne. So, größer muss das gar nicht sein. Und das kann ruhig direkt hier am Anfang der Tür haben. Das heißt, da kommen jetzt hier 2 Betten rein und da kommen 3 Spinde oder was, und dann passt das. Wohl so ist es noch besser. Jo, 3.250 Gegenstände, Etagenbett. Obwohl, stimmt, man muss ja noch von einer Seite begehen können. Ah, okay. Nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Ja, nicht alle, aber die Hälfte. Das reicht. Und jetzt hier noch 1, 2. Achso, ja, mit Shift soll es mehrfach gehen. Ich will dich jetzt nochmal setzen. Nö. Shift spinnt. 1, 2. Ah, 3. Vier. 5. Mann, sieht das scheiße aus. 6. So, nicht schön, aber irgendwie praktisch. Und eine weitere Ablenkung für die Agenten. So, da die jetzt nicht mehr aktiv sind, haben wir noch die Windfallen, wenn jemand reinkommt. Und dann bin ich echt gespannt, ob irgendjemand die Dreiertür versucht zu knacken.
Wie könnten wir das sonst machen? Ah, wir könnten die Dreiertür einfach hier hinsetzen. Dann laufen unsere Bedienstete auch nicht durch den Gang hier durch, weil sie ja nur hierhin wollen, wenn überhaupt. Und die feindlichen Agenten haben hier nichts, was ihnen im Weg steht. Der einzige Haken daran ist, dass dann einer reinläuft, stirbt und seine Kameraden das sehen und abhauen. Niam, niam, niam. Also müssten wir alle Fallen weiter nach hinten versetzen. Das bringt auch nicht sehr viel. Ich hätte gerne mehr Platz. Aber ich glaube, das ist Sinn des Ganzen, dass man wenig Platz hat und alles möglichst effektiv gestalten muss. Na gut. Warten wir erstmal ab, gucken wir, wie das funktioniert. Und so lerne ich halt nach und nach, wie genau die Agenten denn funktionieren. Das wurde mir zwar schon mehrfach erklärt, aber die haben sich irgendwie alle widersprochen. Also die einen meinten halt, dass die Agenten primär den Bediensteten folgen und nur wenn kein Bediensteter da ist, dann gucken sie sich Türen an. Die anderen meinten, sie kommen einfach nur rein und sehen sich selbstständig um. Das scheint ja alles nicht wirklich so zu sein. Oder wenn denn eine Mischung aus beiden. Feldkarte? Oh, unser einer Mann stirbt. Na ja, komisch. Da habe ich gerade einen feindlichen Agenten gesehen. Der ist aber weg. Regionseinkommen, $200. Wow. Na komm, du gehst nach Hause und wirst ausgebildet. Du hast den umgebracht und die drei können auch nach Hause. Oh, da ist ein feindlicher Agent. Und der hat uns nicht angegriffen. Das ist ja praktisch. Dann verstecken wir uns einfach mal. Und schicken... Was war noch ein gutes Land? Das hier war noch ein gutes Land. Da schicken wir jetzt mal einen von denen und drei von denen hin. Und die vier. So. Noch ein sehr guter Tipp, den ich auch irgendwann mal machen werde, ist Leute in die Antarktis zu schicken. Da ist zwar null Einkommen, aber auch keine feindlichen Agenten. Das heißt, hier können wir Leute zwischenlagern, um sie schnell auf der Karte hin und her zu bewegen. Weil, wie man ja schon gemerkt hat, wenn wir Leute von unserer Basis aus irgendwo hinschicken, dauert das Ewigkeiten. Aber wenn wir sie auf der Weltkarte von einem Land zu einem anderen Land schicken, geht das fast instant. Also echt praktisch. Und wir haben 20.000. Sehr schön. Ich bin versucht, mehr Trainingspuppen zu kaufen. Weil ich denke mal, die Wachen werden sie später auch recht schnell abnutzen. Also ja, wir bauen einfach noch ein, zwei Puppen. Eins, zwei, ach komm, drei Puppen. Also können wir jetzt 6 Wachen gleichzeitig ausbilden. Nur brauchen wir dafür auch immer 6 Wachen als Ausbilder. Ja, passt soweit. Kane hängt bei den Spinnen rum, was auch immer er da macht. Rauchen. Okay. Gut, dass es keine Feuermelder gibt. Irgendwelche feindlichen Agenten auf der Karte? Ja, einer. Aber es wird noch Ewigkeiten dauern, bis der hier runtergetorkelt kommt. Und was für ein Gewusel. Ist echt gut, dass wir die Platten ausgeschaltet haben. Wo lauft ihr denn alle hin? Oh, er kommt doch rein. Sehr schön. Also. Tür ist zu. Er huscht rein. Die Platten werden nicht ausgelöst. Die Windplatten werden auch nicht durchgelöst, weil da jemand anders draufgetreten ist. Sehr gut. Und die Dreiertür. Was machst du jetzt? Du wartest. Versuchst du es jetzt zu knacken oder nicht? Ja, versuchst du. Sehr gut. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass er es versucht, weil hier noch eine Einertür ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er erst da guckt, dann merkt, da ist nichts und dann zur Tür zurückkommt. Was er ja auch macht. Wahrscheinlich war es zu schwer, die zu knacken. Na gut, speichern wir erstmal ab. Speichern. Nach Folge 20. Enter. Und wir sehen uns gleich wieder.